Ja, Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren und vor allem sehr geehrte Damen und Herren der Landesregierung. Ich meine, das ist eigentlich wieder typisch für Sie. Wir machen hier eine Anhörung, wir laden Menschen dazu ein, wir fordern sie dazu auf, schriftliche Stellungnahmen hier bei uns einzureichen, um dann im Nachhinein festzustellen, dass diese Stellungnahmen, die sie abgegeben haben, komplett ignoriert werden und man überhaupt nicht darauf eingeht, bis auf die eine, die einem selber aber zuspielt. Ich meine, Ihr Gesetzentwurf wurde kritisiert. Es wurde jetzt schon mehrmals aufgeführt, beziehungsweise nur einmal ausgeführt bisher. Er wurde kritisiert, weil er das Problem mit den überhöhten Gebühren eben nicht löst, Herr Bourgeois. Er wurde kritisiert, weil er trotz jahrzehntelang vorgetragener Kritik eben immer noch keine Mindeststandards vorsieht für die Unterbringung. Er wurde auch kritisiert, weil er den Betroffenen keine subjektiven Rechte einräumt, sondern sie eben weiterhin zu Objekten degradiert. Und das sollte man jetzt unterlassen. Spätestens jetzt sollte man das unterlassen, meine Damen und Herren. Das ist menschenunwürdig. Und wenn man die Anzuhörenden schon einlädt und die Menschen bemüht, dann sollte man sie auch ernst nehmen. Wir dachten, wir nehmen sie ernst und haben deshalb unseren Änderungsantrag zu Ihrem Gesetzentwurf erarbeitet. Und ich würde auch sagen, unser Antrag bietet Lösungen für die benannten Probleme und greift auch im Gegensatz zu Ihnen Vorschläge eben aus der Anhörung auf. Das wurde hier jetzt auch schon mehrmals berichtet. Es ist wirklich so, dass seit Jahren Flüchtlingshelfer auf die Problematik der völlig überteuerten Gebühren in Gemeinschaftsunterkünften eben hinweisen und aufmerksam machen. Es war ein erschreckendes Beispiel darunter, das ich hier gern aufführen möchte, und zwar die Familie, die für anderthalb Zimmer 1.700 € bezahlt. Ich denke, da muss man schon eine Deckelung in Aussicht stellen. Und da reicht es eben nicht, nur die Kommunen dafür in Verantwortung zu nehmen, weil das wurde dann vom Herrn Tipi ja wieder reglementiert. Da bleiben die eben auf den Kosten sitzen. Also muss das Land schon Vorgaben machen und den Kommunen natürlich auch Möglichkeiten aufweisen, wie sie eben ihre Kosten decken können. Einfach zu sagen, im Namen der Flexibilität überlassen wir das den Kommunen, das kann man so halt auch nicht machen, so geht das halt nicht. Ich meine, die Anhörung hat auch gesagt, dass eben mitnichten die Menschen vor Wuchermieten geschützt sind mit ihrem Gesetzentwurf. Im Gegenteil, sie haben das dann auch versucht, in der Öffentlichkeit so als Errungenschaft zu deklarieren. Aber die Antwort folgte ja dann auf dem Fuße. Die Liga der Freien Wohlfahrtsverbände hat ihnen vehement widersprochen und unter dem Titel »Nein, Herr Bourgeois« noch einmal klargestellt, dass Ihr Gesetz eben eine Verschlechterung und keineswegs Verbesserungen für geflüchtete Menschen mit sich bringt und eben auch nichts an den Wuchermieten ändert, meine Damen und Herren. Eine Verbesserung wäre aber tatsächlich eben eine Regelung für die Selbstzahlenden zu geben, indem man eben die Deckelung von Landesebene an die Kommunen weitergibt. Und wir halten da die Gebühr in der Verteilungs- und Unterbringungsgebührenverordnung des Landes für sinnvoll. Das wären 194 € pro Person. Das halten wir für einen fairen Kompromiss, wobei man da bei Familien eben noch einmal anders berechnen muss und anders vorgehen muss natürlich. Die Mindeststandards, die wurden hier jetzt auch schon erwähnt. Ich meine, das ist schon heftig, wie Sie jetzt wieder auf die Mindeststandards mit einer Gleichgültigkeit herangegangen sind und auch aufgeführt haben. Nur die halbe Stellungnahmen von Frau Rosenberg auch und Frau von Lieb hier aufgeführt haben, dass sie gesagt haben, es sind keine Allheilmittel. Natürlich, das stimmt. Wenn Menschen fünf, sechs Jahre in der Gemeinschaftsunterkunft verweilen müssen, weil sie in keine Wohnungen ziehen können, obwohl sie das eigentlich tun könnten, dass in dem Fall dann eine Festlegung von Mindeststandards auf Landesebene kein Allheilmittel sind, weil die Menschen eben Wohnungen brauchen, weil sie eben in Wohnungen verbracht werden müssen, um ein normales Leben endlich beginnen zu können. Da ist es schon klar, dass es kein Allheilmittel ist. Und genau das hat Frau Niebchen gesagt an der Anhörung. Genau das war's. Aber sie hat nicht gesagt, dass Mindeststandards keine Allheilmittel sind. In diesem Sinne, wie Sie es dargestellt haben, eben, Herr Bourgeois, hat sie es nicht gesagt. Das will ich hier noch einmal klarstellen.
Und außerdem wurde es eigentlich auch klar, wie notwendig die Mindeststandards sind, jetzt in Zeiten der verstärkten Hygieneregeln und des Homeschoolings, wo es eigentlich wieder klar, dass eben Mindeststandards vorgegeben müssen und die Kommunen eben dazu auch gezwungen sind, diese Mindeststandards einzuhalten. Und im Prinzip wären sie ja auch verpflichtet. Das steht eigentlich auch explizit im Asylgesetz des Bundes drin, dass sie eben dass die Länder verpflichtet sind, geeignete Maßnahmen zu treffen, um bei der Unterbringung Asylbegehrender in Gemeinschaftsunterkünften den Schutz von Frauen und schutzbedürftigen Personen zu gewährleisten. Und die Länder wohlbemerkt, meine Damen und Herren, und nicht die Landkreise, wie Sie es immer hier so versuchen abzuschieben auf die Landkreise. Wie sich das Leben in den hessischen Flüchtlingsunterkünften anfühlt, das wurde uns ja sehr anschaulich und eindrücklich von Frau Rashid, die selber 2 Jahre in der Unterkunft Bonames in Frankfurt gelebt hat. Das wurde hier jetzt auch schon erwähnt. Die hat uns das geschildert. Sie können das alle gerne nachlesen im Protokoll, wenn Sie es nicht richtig mitbekommen haben. Und es war für mich persönlich beschämend. Es war beschämend zu hören, dass so menschenunwürdige Zustände und ein so menschenunwürdiger Umgang in Flüchtlingsunterkünften in Hessen vorherrschen. Das regeln unter anderem auch Mindeststandards. Jawohl, da gehe ich auch noch einmal drauf ein, auf Ihre Mindeststandards. Und das darf nicht weiter so fortgeführt werden. Das kann nicht sein. Und da sind Mindeststandards ein Mittel von vielen, meine Damen und Herren der GRÜNEN. Und es muss unser aller Aufgabe sein, das wurde in der Anhörung auch mehrmals versprochen an Frau Rashid, dass es unser aller Aufgabe ist, eben diese Zustände zu beenden, die in den Flüchtlingsunterkünften in Hessen eben noch vorkommen. Jetzt hat Herr Burcu und auch der Herr Boglet hatten das ja gesagt, dass die Stadt Frankfurt ja eigentlich Mindeststandards habe, die aber im Fall Bonames ja nicht eingehalten wurden und keine Wirkung hatten und dass dann eben Mindeststandards des Landes ja auch nichts bringen würden. Also hier stellt sich jetzt für mich aber echt die dringende Frage, Herr Burcu, ist das eigentlich Unwissenheit von Ihnen oder ist das jetzt purer Zynismus? Weil scheinbar wissen Sie nicht, dass Ihr grüner Minister, also sein Ministerium für die Fachaufsicht für Bonames, also für Frankfurt und für Wiesbaden, zuständig sind. Das heißt, wenn Sie jetzt sagen, Frankfurt hatte eigentlich Mindeststandards und das hat nicht funktioniert, ja, dann ist es aber trotzdem Ihr Versagen bzw. das Versagen Ihres Ministeriums, weil die nämlich die Fachaufsichtspflicht für Frankfurt haben. Sie haben, also nicht Sie als Herr Burcu, aber das grüne Ministerium hat die Zuständigkeit und die Verantwortung für die Aufsicht. Und die wurde scheinbar auch nicht eingehalten. Also in dem Sinne haben Sie natürlich recht. Wenn Sie natürlich Mindeststandards einführen und die Frau Kollegin, Sie müssten zum Ende kommen. Und die dann nicht aber verfolgen, ob die auch eingehalten werden, ich meine, dann ist es schon klar, dann bringen Mindeststandards tatsächlich nichts. Wegen der Gemeinschaftsunterkünfte bzw. der weiteren Unterbringung in Gemeinschaftskünften, das wurde schon erwähnt, Hessen belegt den vorletzten oder gar den letzten Platz. Und das sagt uns eigentlich noch einmal eins, verdeutlicht uns eigentlich noch einmal eins mehr, dass wir Wohnraum brauchen in Hessen und vor allem in den Ballungsgebieten. Und dafür brauchen wir eine Wohnraumoffensive, meine Damen und Herren. Das würde übrigens auch den anderen Teilen der Bevölkerung zugutekommen. In diesem Sinne gebe ich Ihnen auch noch einmal die letzte Gelegenheit, Ihr Gesetz noch einmal zu überarbeiten und beantrage auch die dritte Lesung. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin. Nächster Redner für die Fraktion Die Freien Demokraten ist der Kollege Pürsün.